als das Corona war, da mussten wir ja nur zu Hause bleiben. Und ich fand es recht traurig, weil wir konnten unsere Freunde nicht treffen. Also es war auf jeden Fall eine große Umstellung, auch so im sozialen Bereich, dass man halt die Freunde nicht wirklich sehen konnte und so. Es war auf jeden Fall viel schwerer. Also bei mir war eigentlich alles ganz normal, weil ich generell nicht oft rausgehe. Aber sonst war es eigentlich ziemlich stressig. Man ist sehr eingedämmt zu Hause, man geht nicht oft raus mit Freunden. Man fühlt sich ein bisschen schlapp durch Corona, weil man halt nicht oft rausgeht. Bei mir hat sich sowieso verändert. Ich habe halt in Corona angefangen zu studieren. Hab dann halt das Unileben immer noch nicht kennengelernt. Denn Corona ist so eine Sache, ist halt scheiße. Aber wie stehen das durch? Es ging eigentlich. Am Anfang hätte man es schlimmer erwartet. Ich wurde halt einfach fauler durch den schulischen Alltag, weil ich nicht mehr in die Schule gehen konnte und zu Hause die Aufgaben waren einfach nicht so motivierend, weil man einfach halt zu Hause war und es hat einfach Erfolg gemacht, fand ich. Also es war schon nicht so gut. Ich war viel zu Hause als sonst. Boah, es war scheiße. Es war richtig scheiße. Vor allem mit dem Abschluss und so, weil wir hatten halt letztes Jahr Abschluss und zum Beispiel so Mottowochen so hatten wir gar nicht deswegen. Und am Anfang fand ich sogar ganz lustig, dass wir so lange zu Hause waren und alles. Aber je länger das geht, desto schlimmer finde ich es eigentlich. Ja klar, also das merkt man ja allein, dass man mit Maske rumlaufen muss, in welche Geschäfte man gehen kann, wo man Urlaub machen kann, also wie man in die Schule geht. Nicht wirklich. Also ich wurde mehr spielsüchtiger. Ja, also am Anfang war man ja eigentlich relativ viel zu Hause. Also wenn man gerne draußen ist und generell Wasser lebt, dann ist es schon ziemlich schwierig so. Ja, das war eigentlich so, glaube ich, das, wo es am meisten war. Und halt jetzt auch in der Schule, dass man halt Homeschooling hatte. Sich dann daran zu gewöhnen, dass bestimmte Sachen da nicht auf hatten, weil wir beide touren auch. Und wir haben dann, glaube ich, für ein halbes Jahr oder ein Jahr kein Training mehr gehabt. Ja, es ist halt aufgefallen, dass man weniger Kontakt generell zu Leuten hat, auch zu Leuten, die man halt sonst total oft gesehen hat. Also, dass wir zum Beispiel jetzt nicht so oft rausgehen können, dass wir nur drinnen waren. Wir haben uns eigentlich recht viel getroffen, wir beiden. Es war eigentlich ganz okay. Es war eigentlich nicht recht schlimm. Hobby, ganz stark, weil das war, glaube ich, 7 Monate oder so komplett zu. Schule auch. Aber ist ja klar, wir hatten halt sehr lange über Zoom nur Unterricht und auch an sich meine Freizeit. Also ich war sehr viel zu Hause, ich war nicht so viel draußen, ich habe mich fast gar nicht mit Freunden getroffen und alles. Also zum Beispiel, ich habe meinen Führerschein in der Zeit gemacht und dadurch wurde halt alles extrem verschoben. Ich konnte meine Prüfung nicht dann machen, wann ich sie eigentlich machen sollte, das war halt schon sehr nervig. Also ich war damals Minijob arbeiten bei einem Restaurant so. Die haben dann zu gemacht. Man hat sich so eingeengt vielleicht, ein bisschen so gefühlt. Weniger Sport und weniger Ausdauer und so. Also man ist zwar durch Corona relativ leicht, sage ich mal, durch das Schuljahr durchgekommen, aber trotzdem war da so dieser Druck, dass man das ja alles für später auch noch wissen muss. Eigentlich nicht so wirklich. War eigentlich chilliger. Keine Schule. Also wir hatten Online-Training, aber es war nur so Krafttraining. Jetzt haben wir auch bald wieder Wettkämpfe und das wird dann auch stressig für uns, weil wir jetzt halt alles wieder lernen müssen, was wir verlernt haben. Ja, also bei mir in der Schule war es halt so, dass durch die Lehrer alles ganz gut funktioniert hat. Wir haben trotzdem normalen Unterricht am Ende auf jeden Fall gemacht, online dann. Und es war für mich auf jeden Fall viel stressiger, weil also es wurde irgendwie weniger auf uns geachtet und mehr einfach nur so, ja, mach das jetzt. Aber es war allgemein, also es war viel stressiger für mich so. Hat zwar sein Bestes getan, aber ich weiß nicht, dass man vielleicht mehr Videokonferenzen gemacht hätte oder mehr die Möglichkeit gehabt hätte, dass einem das vom Lehrer beigebracht wird, sage ich mal, nicht nur von sich selber oder nicht nur Aufgaben bekommt. Ich saß quasi nur noch vorm Laptop und ich konnte mich gar nicht konzentrieren, vor allen Dingen durch das ADHS und so. Man ist gar nicht richtig zur Schule gegangen. Man hatte viel Online-Unterricht, also man hat auch sehr viel zu Hause dann in Live-Konferenzen besprochen und da Hausaufgaben gemacht, alles Mögliche und war gar nicht richtig in der Schule. 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr Schule war für mich eigentlich gut. Eine Stunde war für mich ist das halt gut.
Früher habe ich mehr gelernt, war auch besser, aber jetzt fängt ja wieder die Schule an und mal gucken. Und man hätte eigentlich schon in den vielen Jahren davor, die man Zeit hätte, wo sich das alles digital entwickelt hat, hätte man da viel mehr vorsorgen können. Man hat die meiste Zeit telefoniert oder Videoanrufe gemacht. Aber ich weiß nicht, viele Freundschaften sind kaputt gegangen, aber ich finde, man hat auch andere gestärkt und Freunde dazugekommen. Ich dann meistens mit meinen Freunden per Discord dann einfach geredet habe, also dass wir zum Beispiel bei Karneval uns dann verkleidet haben und dann einfach per Video uns dann gesehen haben. Also wir haben das irgendwie schon geschafft, das dann zu regeln, auch ohne dann Kontakt zu haben. Das war dann ja draußen halt, aber immer mit Maske in Läden und so. Also es war schon so, man hat sich so eingeengt vielleicht, ein bisschen so gefühlt, dass man so mit so bestimmten Personen in Anzahl, also dass man zum Beispiel mit 2 Personen oder so rausgehen darf. Ja, also natürlich Hobbys und so waren halt gar nicht, ne? Freunde ging eigentlich, man hat halt viel geschrieben und so, wirklich getroffen. Auch im letzten Winter eigentlich fast gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber es ist nicht so, dass ich mich irgendwie total einsam gefühlt habe oder so. Also es ging echt. Wir haben uns ab und zu bei jemandem zu Hause getroffen, aber nur irgendwie zu zweit oder zu dritt. Weil bei vielen das auch die Eltern nicht wollten, dass man jetzt zu viele Leute auf einmal ist. Also zwischendurch haben wir uns mal bei jemandem getroffen, aber man konnte halt auch immer nur die gleichen treffen, weil es halt sonst immer zu viele wurde und es halt immer dann gefährlicher wurde, dass man sich auch ansteckt. Ja. Mit Freunden habe ich mich sehr viel getroffen und jetzt, wenn Corona wieder weg ist, werde ich mich auch wahrscheinlich wieder treffen. Also ich hatte so Phasen, wo ich das Ganze irgendwie überdacht habe, weil man also generell so eine Unzufriedenheit aufkam mit allem, aber es hat dann nichts daran geändert, es ging dann wieder vorbei. Doch, eigentlich schon. Meine Freundin hat Schluss gemacht wegen Corona. Sie hat wegen Corona Schluss gemacht, weil wir uns länger nicht gesehen haben. Also ich fand es ungerecht, dass man die ganze Zeit die Masken tragen sollte, weil man kann keine frische Luft holen. Auch wenn wir jetzt gelitten haben ein bisschen, solange es um die Gesundheit anderer Menschen geht, finde ich, sollte man das irgendwie ein bisschen in Kauf nehmen. Weil wir ja jünger sind, ganz ans Ende gestellt wurden, also so am Ende von Corona erst in Betracht gezogen wurden, weil das mit den Schulen war dann, glaube ich, auch irgendwie ein paar Mal nur so erwähnt und das war dann auch bisschen schwer dann. Also im ersten Moment fand ich so ziemlich alles ungerecht, weil das sich alles irgendwie ein bisschen falsch angefühlt hat. Aber wenn man es überdacht hat, finde ich, war das eigentlich alles ganz gut, so die Maßnahmen und so. Eigentlich gar nichts. Ich war zufrieden mit alles. Viele Leute in meinem Alter, die hatten während des digitalen Unterrichts einen riesigen Nachteil, einfach weil die Unterstützung von ihren Eltern nicht bekommen können, weil die kein Deutsch können, nicht die richtigen Geräte zu Hause haben. Und ja, Leute, die einfach so schon benachteiligt wurden, das wurde halt einfach nochmal verstärkt dadurch. Eigentlich fand ich gar nicht ungerecht. Es war für mich einfach generell okay. Also es ist zwar auch wichtig, weil es für alte Leute gefährlich war, aber dass die halt als erstes geimpft wurden, weil auch im Altersheim, die bleiben halt eh nur dort und sind da meistens ja eh schon, weil sie nicht mehr so lange und nichts mehr alleine können und so. Und wir als Jugendliche waren dann quasi zu Hause gefangen. Ich bin zwar kein Impfgegner, aber ich glaube, ich werde mich eher nicht impfen lassen. Ich habe bis jetzt nichts Schlechtes gehört, aber trotzdem überlege ich noch ein bisschen, ob ich das mache. Bin noch nicht geimpft, aber ich glaube, also ich werde mich schon impfen lassen, aber ich wollte einfach noch ein bisschen warten, bis erstmal so viele in meinem Alter das gemacht haben und dann erstmal schauen, wie das alles so ist. Impfen, weil ich habe irgendwie kein Vertrauen dazu, aber wenn sein muss, muss sein, mache ich. Zur Sicherheit, aber sonst weiß ich nicht. Ich will noch dafür Zeit lassen irgendwie. Ja, ich habe einen Termin jetzt diesen Monat, also bald, ja.
Ja, ich habe schon meine erste Impfung und am 12. übermorgen oder übermorgen bekomme ich meine zweite. Also ich bin genesen, weil ich hatte Corona im März, glaube ich, oder April. Deswegen darf ich mich noch gar nicht impfen lassen, bis 6 Monate halt vorbei sind. Also ich bin schon geimpft. Ich nicht. Meine Eltern sind nicht so davon überzeugt, deswegen. Ich bin mir ein bisschen unsicher, das zu machen, aber wahrscheinlich schon. Wenn ich machen muss, dann mache ich, sonst mache ich nicht. Also ungern. Am Anfang war das mehr, finde ich. Am Anfang habe ich mir auch noch das im Fernsehen immer diese Übertragungen und so mitbekommen. Ich fand das sehr eigen, dass in sehr vielen Ländern so viel unterschiedliche Corona-Maßnahmen eingehalten wurden. In manchen Ländern teilweise gar nicht und in Deutschland eher strikt. So, Politik ist irgendwie für mich wichtiger geworden. Ich habe mich auch mehr damit beschäftigt, weil es halt auch so eine Situation war, die man vorher nicht kannte. Deshalb fand ich es eigentlich relativ interessant, was da so gemacht wurde. Ganz ehrlich, ich finde immer so, viele Leute schimpfen so sehr auf die Politik. Und natürlich ist nicht alles gut gelaufen, aber es ist auch eine Pandemie. Also ich mache halt einfach das, was ich machen möchte eigentlich. Und ich habe jetzt bis jetzt noch keine Schwierigkeiten gehabt durch irgendwelche Einschränkungen oder irgendwelche Probleme. Also ich fand es ein bisschen kacke, dass nur noch darüber geredet wurde. Also egal, wo man reingeguckt hat, wo man reingehört hat. Es ging immer nur um Corona und alles. Dann wieder lockern, wieder alles zu. Also es war die ganze Zeit das Gleiche, anstatt dass sie einfach mal ein paar Monate alles zugelassen haben. Also ich kenne mich halt nicht so gut mit Politik aus. Und also davon habe ich mich so richtig etwas mitbekommen. Also allgemein schon, aber gibt es manche Leute, die Wahrheit erzählen, gibt es manche Leute, die einfach lügen. Vor einem Jahr. Dadurch halt, dass es sich um Gesundheit handelt und leider schon ziemlich viele Menschen darunter gelitten haben, dass man da nicht nur auf die Jugendlichen achten soll oder nicht nur auf die Erwachsenen, sondern das Große und Ganze im Blick haben muss. Also ich würde die Politiker erstmal vertrauen, weil sie meistens das Beste für uns sind. Es war okay, außer halt, dass wir immer ans Ende gestellt worden sind und dann auch nur über die Schule gesprochen wurde und nicht so Rücksicht auf uns genommen wurde quasi, wie wir uns fühlen und wie stressig das für uns ist. Wir wussten ja gar nicht, was als nächstes kommt und dass man so ein bisschen davor schon wüsste, was jetzt die nächsten Maßnahmen sind, ob die Schulen jetzt öffnen, ob die nicht öffnen, ob Klausuren geschrieben werden oder nicht. Also manchmal hatte ich das Gefühl, dass die gar nicht wissen, was die da wirklich machen. Ja. Und dass egal, was so die Außenwelt quasi gesagt hat, vorgeschlagen hat, das wurde gar nicht angenommen. Die wollten immer nur ihr eigenes Ding machen. Also ältere Leute wurden ja natürlich erstmal bevorzugt bei der Impfung, aber ich habe das jetzt erstmal nicht als ungerecht empfunden. Es gab bestimmt welche, aber jetzt direkt habe ich, meine ich, nicht wirklich was mitbekommen. Viele Jüngere eher noch so egoistisch waren und sich trotzdem getroffen haben in großen Gruppen und so, wo die nur den Vorteil für sich rausgezogen haben, was natürlich nicht ging. Im Nachhinein war es trotzdem noch okay, dass meine Familie das verstanden hat, dass ich draußen sein möchte oder mit Freunden Zeit verbringen möchte. Weil ich finde, im Erwachsenenleben ist es nicht so schlimm, wenn 1 oder 2 Jahre ausfallen, weil im Endeffekt verändert sich ja die Arbeit nicht und das Leben auch nicht so krass. Für alte Leute zum Beispiel, die im Altenheim leben, die durften halt nicht so viel Besuch bekommen und wir schon, also da hat man nicht so drauf geachtet. Außer die Großeltern zum Beispiel da so wohnen direkt bei einem. Und da war aber dann halt auch zum Beispiel, dass niemand kommen durfte, weil die mit im Haus wohnen oder so. Also es war nicht so gut. Ich war nie ein Mensch, der sich bei Leuten selber gemeldet hat und so. Aber durch Corona war das ja eine Eigenverantwortung, mit wem man in Kontakt bleibt und mit wem nicht. Dass man vielleicht einfach das machen muss, also machen sollte, worauf man einfach Lust hat und dann nicht so lange warten soll, weil vielleicht dann nochmal sowas passiert. Man sollte sich wertschätzen, so, dass wir es hier in Deutschland gut haben. Andere verhungern auf diesem Planeten. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, so soziale Kontakte und auch Schule zu schätzen, weil das halt, wenn das alles fehlt, ist war halt doof so. Ich habe mit meiner Ernährung habe ich mich sehr verbessert und ja, sonst eigentlich bin ich der gleiche. Sehr viel technisches Wissen, weil alles online ablief. Ein bisschen mehr auf Hygiene achten soll und nicht mehr auf Hygiene achten soll. Die Regeln behalten, das war's. Also mehr muss man nicht machen. Also sowas hat mich gelernt. Hoffentlich ohne Corona, aber da ich glaube, dass wir das Ganze noch ein bisschen haben,
ich weiß nicht. Ich kann nur hoffen, dass alles besser wird, weil ich nicht wirklich einen Plan von der Zukunft habe. Ich mache ja jetzt Abi, also ich komme jetzt in die 11. Dass das jetzt ein bisschen schwerer wird, der Übergang, weil wir nicht so viel gelernt haben oder das einfach nur ganz schnell nochmal durchgegangen wurde. Gleich. Ist halt nur mit einer Maske. Mehr ist da eigentlich nicht. Ich glaube, es wird einfach nie wirklich weggehen und deshalb müssen wir lernen, damit zu leben. Ich bin jetzt auf dem Gymnasium, Bayreuther. Ich sehe sie sehr gut. Ich will meine Schule durchziehen und einen guten Job machen. Wird immer noch Leute haben, die Masken tragen und so? Also es wird definitiv auch gute, positive Folgen geben. Schwierig. Also ich bin jetzt in meinem am 10. Schuljahr nach den Ferien und ich versuche einfach das Beste draus zu machen, trotz Corona. Ja, also ich hoffe, dass es schnell vorbeigeht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen unrealistisch ist. Ich hoffe einfach, dass es weggeht. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Nee, das ist richtig nervig. Das, keine Ahnung, ich habe keinen Bock mehr drauf.